Varro Kitir ist wieder da. Einen schönen guten Tag, mein Name ist Dolchak99 und ich zeige euch, was der Void-Händler diesmal für die Konsolenspieler ein Angebot hat. Sieht ja immer noch hier so alt aus. Ich dachte, die hatten sämtliche Release überarbeitet. Na gut. Dann einmal das Angebot vom Varro begutachten. Oh my, now here is someone with great taste. So, dann fangen wir mal an. Glyphe Lotus Prisma. Sieht ziemlich nett aus. Das Lotus-Symbol. Wow. Kann man verwenden. Dann Prime-Reichweite plus 165% Reichweite für Nahkampfwaffen. Sehr nützlich. Besonders für Stangenwaffen, wie ich finde. Dann Prime-Kontinuität plus 55% Fertigkeitsdauer. Wunderbare Mod. Super nützlich. Dann Termitpatron plus 60% Hitze und 60% Statuschanze für Gewehr. Dann zerstreuendes Inferno, plus 60% Hitze und Statusschatz. Ja, das sind halt die vier Hitze-Status-Mods. Sporn, dasselbe für Pistole. Zerstreuendes Inferno für Schrotflinte, Termitpatron für Gewehr. Und vulkanische Schneide für Nahkampf. Dann Prisma-Scanner. Aber wie ich finde, ja, ist halt ein verbessertes Scanner. Ist halt ein netter halt. Sehr gut für Meisterschaftsrangfutter, würde ich sagen. Dann die Prisma Gorgon, das leichte Maschinengewehr, was eine wunderbare Crit-Chance hat, wie ich finde, 30% ist schon ordentlich, halt, wie ich finde. Ja, ich würde sagen, kann man gut gebrauchen, wie ich finde. So, dann Gorgon-Skin Tucson, das ist der Wüsten-Skin, die Gorgon, was auch ziemlich nett aussieht, wie ich finde. Ja, sieht sehr nett aus. Dann Prisma Oro Sandana. Ach ja, die Sandana. Sieht auch sehr schick aus. Ich finde diese Art Schuppenabflechtung ziemlich gut gelungen halt. Und diesen Prisma-Effekt. Ja, kann sich sehen lassen, die Sandana. Dann Wächtermaske Kitir. Ja, für den Wächter gibt es wieder die berühmten Wächter-Kitir-Masken. Die, ja, sieht auch ziemlich nett aus mit diesem holographischen Effekt. Dann die Wächterschwingen-Kitir. Ja, da hat man nochmal die Kitir-Schwingen, was auch ziemlich nett aussieht. Dann den Wächterschweif-Kitir. Ja, das, ich würde sagen, das Tablett. Für den Helios so eine Art Tablett halt oder sowas in der Hand. Sieht auch ziemlich witzig aus, so mit diesen Holo-Effekten. Dann Sonicore-Skin Elixis oder Elix. Ne, Elixis halt. Diesen Bronze-Look mit Verzierungen drauf. Wunderschön, wie ich finde, vom Aussehen her. Dann Redimir-Skin Alexis. Auch für die Redimir. Mit diesem schönen Bronze-Look und so. Sieht super nett aus. Oder super gut, besser gesagt. Ja, da sieht man auch so diese ganzen Verzierungen da. Wunderbar. Dann Skimmerter-Skin Prisma. Für das Skillmental-Raumschiff gibt es dieses tolle Prisma-Skin, was auch sehr nett aussieht. Auch diesen Effekt und so finde ich sehr gut gelungen halt. Ja, kann man nehmen. Dann Genmaskierung Nexus, das ist für die Kampfkatze halt, kriegt man halt ein Fell plus ein Farbpaket dazu. Dann Ohrschmuck Kitiatmus. Ah, für den Operator, die, ich nenne das mal Hasenohren. Halt, Ohrschmuck, sieht auch ziemlich witzig aus, so, passt. Dann, Bronzebürste, Cupro. Ey, es ist eine Art Statue mit einem Cupro-Kopf, sieht auch ziemlich nett aus. Zu diesem Bronze-Look, so, passt. Dann, Köder, Gustrak-Trio. Stalker-Köder und Zanuka-Jäger-Köder hat er auch noch ein Angebot. Und zu guter Letzt Sande des Inarus-Blaupause. Nothing to your liking? So, falls ihr mal den Händler verpassen solltet dieses Wochenende, macht euch keine Sorgen. Er wird irgendwann mal diese Sachen wieder ein Angebot haben. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch. Bis bald und tschüss.